Wer hier nach draußen unterwegs ist, riskiert sein Leben. Auf der Insel Okinawa Honto schlägt der Taifun als erstes zu. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometern hat der Sturm eine gewaltige Zerstörungskraft. Das japanische Urlaubsparadies wird zur Katastrophenregion. Ich kann nicht weg von hier, weil alle Flüge gestrichen wurden. Jetzt muss ich hier bleiben, bis der Taifun vorbei ist. Die Straßen menschenleer. Fast 600.000 Bewohner wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Vielen von ihnen bleiben nur Notunterkünfte. Uns wurde gesagt, dass der Taifun sehr stark wird und wir schnell das Haus verlassen sollten. Ich bin seit vergangener Nacht hier. Ich bin allein und ich habe solche Angst. Der Sturm ist besonders schlimm. Die Angst vor Überschwemmungen ist groß. Die Wellen sind bis zu 14 Meter hoch. Jetzt zieht der Taifun weiter nordwärts. Meteorologen rechnen damit, dass er am Freitag abgeschwächt die japanische Hauptstadt Tokio erreicht.